So, dann machen wir uns hier mal weiter auf den Weg. Wir könnten probieren, hier am Rand vorbeizukommen. Holen wir unser Pferdchen und schauen, ob wir da hochjumpen können. Also runter auf keinen Fall, aber vielleicht. Nee. Dann müssen wir hier noch einmal durch, wo der Riese mit den Wölfchen war. Aber diesmal Jolo und wir da einmal durch. Also wie viele Seelen haben wir denn? Okay, also wenn wir das nächste Ding finden, also das nächste Feuerchen, wo wir einmal anhalten können, dann würde ich sagen, können wir mit den ganzen Schmiedesteinen, die wir gesammelt haben, uns einmal in die Feste begeben und einmal unseren Waffen noch einen Tacken mehr geben. Das muss nicht sein. Das muss eigentlich auch nicht sein. Wieso sind denn hiervon so viele? Und auch noch eine hässliche Libelle? Können wir uns den Turm da oben mal angucken? Irgendwas macht Gift. So sind da. Ach, das sind Gegner, die kleinen Viecher. I see. Dreck, jetzt sind wir leider vergiftet. Es kostet uns wohl ein bisschen HP. Hoffen wir also, dass dann. Aber wenn wir vergiftet sind, dann scheint es wenigstens egal zu sein, dass wir hier groß. Oh. Was ist das? Was zum Sammeln? Herbar. Hier sind ein paar mehr Gegner, wie es ausschaut. Und auch ein paar mehr Blumen. Die geben absolut keine Punkte. Das ist ja langweilig. Da drüben kommt man auf jeden Fall weiter. Aber scheint, als wäre das alles. Huch. Da kommen wir, glaube ich, mit unserem Pferd drauf, aber ich sehe keine Notwendigkeit, das zu tun. Kommen wir hier hoch? Kommen wir. Kommen wir ja wirklich. Dann einmal den Turm hinauf. Ja, von der Seite. Ist da oben noch einer? Das könnte einer sein. Ah, ist keiner, aber hier oben hat einer auf uns gewartet. So, ich würde mal sagen, der schießt vermutlich nicht mehr auf uns. Da drüben ist eine Gnade und die haben wir noch nicht. Dann würde ich mal sagen, ist das unser nächstes Ziel, aber wir sollten vielleicht noch was trinken, bevor wir abnippeln. So, das hier sieht. Ah, es sind Gegner, okay. Ich würde gerade sagen, das sieht so ein bisschen nach Pilzen aus, aber.
Das sind, glaube ich, diese Halbmenschen, die wir auch beschwören können. Regenbogenstein. Ich glaube, das ist tot, oder? Nee, nicht ganz. Da können wir auch noch hin, aber erstmal zu dieser Gnade da drüben. Dann schauen wir mal, wo die uns hinführen möchte. Tut sie das? Nee, die führt uns nicht wirklich. Das heißt, nächster Halt, würde ich sagen, sind diese Ruinen. Müssen wir aber wieder Richtung Norden. Nordwesten. Ja. Da wir keine Ahnung haben, ob wir oben oder unten sein müssen, bleiben wir doch einfach erstmal auf der Straße. Hat sich erledigt. Wir haben einen Gegner gefunden. Der uns Blutungen verteilt. Ja, aber mehr war es dann auch nicht. Ah, da unten sind diese dicken Pflanzen wieder. Da haben wir ja aufgehört gehabt. Das war, wenn man in den oberen Teil des Waldes möchte. So. Schnappen wir uns hier wieder diese Arba. Das könnten nämlich ein paar Rezepte irgendwo finden. Heiltränke werden gegen Gift oder so. So, und auch wenn das wieder aussieht wie so ein komischer Pilz, wissen wir jetzt, dass das Gegner sind. Was bedeutet, dass wir... Ah, da oben ist der Baum schon mal. Das heißt, immerhin wissen wir schon mal so langsam, wo wir sind. Hier war aber noch einer. Relativ sicher, dass ich noch einen gesehen habe. Sag ich ja. So, das hier sieht eigentlich erstmal ganz okay aus. Da geht's hoch. Dann würde ich sagen, machen wir das auch erstmal und gehen hoch. In der Hoffnung, dass da oben jetzt direkt eine Gnade irgendwo kommt, dass wir den Punkt hier zumindest irgendwo schon mal okay. Die buddeln sich jetzt hier wohl auch schon aus. Dann ist das da drüben sicher auch einer. Nee. Du aber und... Interessante Baummensch. Random Quallen? Irgendwas hier oben. Das sollten wir uns auf jeden Fall noch einmal kurz angucken. Führer und Torwächter, all jener, die zu den Wurzeln heimkehren.
Okay, also auf jeden Fall haben wir es aktiviert, glaube ich. Ah ja, haben wir tatsächlich. Sogar auf der Karte verzeichnet. Dann werfen wir einmal kurz einen Blick auf die Quallen. Und haben wohl wieder einen kleinen Mini-Dungeon gefunden. Kann das sein? Haben wir. Perfekt. Katakomben des Gräberwalds. So, das heißt, rasten. Eigentlich nicht rasten, eigentlich reisen in die Tafelfeste. Das heißt natürlich reisen zur Tafelfeste. So, der Mr. Schmied müsste hier gewesen sein. Okay, wir haben nur Einser gefunden. Das ist aber okay. Dann haben wir eine Dreier- und eine Fünferwaffe. Und noch 3000 Punkte. Das reicht auf jeden Fall für ein Level, denke ich. Und dann schauen wir uns die Katakomben direkt mal an. So, in dem Fall heißt es ein bisschen mehr Schaden. Okay. Wir kommen nicht rein und die aber auch nicht raus. Was mir aber gerade auffällt, ist, dass wir vielleicht unsere Waffen andersrum ausrüsten sollten, dass die Fünfer in der rechten Hand ist, weil jetzt nämlich die Art und Weise, wie wir mehr Schaden machen. So vorsichtig rein, weiß ja nie. Okay, da kommen Skelette und die können wir wahrscheinlich wieder nicht aufmachen, ne? Wissen wir schon mal Bescheid. So, steht er wieder auf? Okay, Quizfrage. Steht er nochmal auf? Nein. So, der steht auch sicher wieder auf. Okay, man muss einfach nur einmal nach. Das sieht nach einer Falle aus. Oder auch nicht. Oh, aber das sind Bogenschützen. Also die Schärfungen lohnt sich auf jeden Fall. Man kann Gegner erkennen. So, erledigt. Menschenknochensplitter. So, hier um die Ecke war nichts. Nein, das heißt, wir wollen wahrscheinlich nach da oben. Der hat einen Bogen, oder?
Immerhin leuchten die. Ist auf der anderen Seite auch noch einer? Nein. Das ist schon wieder super. Das heißt, man weiß nie, welche Gegner aufstehen. Hehehehe! So, das habe ich bis heute nicht verstanden, wie wir damit umgehen, mit diesen Feuerdingern. Wahrscheinlich ja einfach jetzt. Okay. Ja, lieber nein. Decke sieht okay aus, das heißt, hier werden irgendwo was aufstehen. Ja, und zwar mehr als einer. Von wo wurde ich denn gerade flambiert? Da oben war ein Skelett. Okay. Das ist natürlich sehr unfair. Aber jetzt wissen wir Bescheid, dass das alles nicht so gruselig ist, wie es aussieht und wir eigentlich nur fix durchrennen müssen. Einmal hier um die Ecke. Dann die Bogenschützen schnell wieder weg. Und das müsste es auch. Ja, noch nicht ganz. Wir wissen ja aber zum Glück, dass nur hier drüben, glaube ich, wieder eins aufsteht. Und dann sind wir auch schon am Flambieren. Könnte sein, dass man dafür einen Bogen braucht, wenn wir uns einen Bogen anlegen. Okay, können wir theoretisch. So, was ist, wenn wir Wieso geht das nicht? Ach so, weil wir weiter runter müssen. Okay.
Okay, einmal nachladen. Funktioniert tatsächlich. Okay. Das heißt, unter der Prämisse fahren wir, glaube ich, erst einmal hoch und töten das Skelett oben und fahren dann noch einmal ganz kurz. Wollte gerade schon sagen, also aufstehen solltest du schon. So, dann einmal reinrennen. So, Skelette sind alle weg, der Raum ist fein, heißt wir okay. Keine Ahnung, wie wir den jetzt hochgekriegt haben, hat funktioniert. Dann vorsichtig weiter. Der sieht aus, als würde er aufstehen. Wohl eher nicht. Der hier vielleicht? Ich habe halt keine Lust, dass wir hier gleich plötzlich drei Gegner von hinten kommen. Okay. Nö. Muss es das hier? Ist das eine Geheimwand vielleicht? Nein. Okay, jetzt aber. Das sieht wieder mal gut aus. Kein Gegner, kein Gegner und kein Gegner. So, das sieht zu einfach aus. Das heißt, wir laufen vorsichtig nach vorne. Und dann können wir sehr wahrscheinlich wann das hier vorne, ne? Ne, von da sind wir gekommen. Ah, hier. Runter und da ist dann wieder ein Gegner. Das heißt, zurück zum Heilen. Dann beschwören wir unsere Geister und dann glätten wir den. Wenn es wieder so ein Viech ist wie vom letzten Mal, dann haben wir, glaube ich, gar nicht so die Probleme. Oder kommen wir leider nicht rein, aber vielleicht kommen wir rein, wenn der Boss tot ist.
So, lassen wir uns überraschen. Friedhof schämen. Ich kann mir schon vorstellen, was passiert. Okay, das ist kein Bogen. Das war kein Bogen, das waren eher zwei Nahkampfwaffen. So, nachdem wir das einmal festgestellt haben, würde ich mal sagen, Versuch Nummer 2. Also ich wette, dass die Skelette zwischendurch irgendwann aufstehen. Das ist zumindest das, was aus meiner Sicht am meisten Sinn macht. Weil es liegen hier sehr, sehr viele. Und das wäre ja sonst irgendwie ziemlich random. Okay. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Okay, der hält mich tatsächlich ziemlich lang fest. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob ich ihn überhaupt schon einmal erwischt habe. Das war zu einfach. Okay. Das war's wohl aber. Gut, den Ausgang nutzen wir jetzt nicht. Jetzt gucken wir uns an, ob wir da rauskommen. Beziehungsweise, was wir machen können, ist mal Ludel der Kopflose. Den können wir uns gar nicht leisten. Was ein gutes Zeichen ist. Weil das heißt, dass der wahrscheinlich stärker ist und wir dann einen Punkt da reinpacken sollten. So. Nee, nicht hier, noch einen höher. Und dann müssen wir gucken, ob wir jetzt hier links reinkommen. Nee. Dann werden wir das sicher noch irgendwann erfahren, wie es da weitergeht. Aber wisst ihr was? Das können wir direkt mal machen. Stufenaufstieg. Wo sind unsere FP da oben? Mit dem Geist. Wow, da müssten wir aber mehr reinpacken, um den zu beschwören. Das schenken wir uns dann wohl doch eher. Nehmen uns mehr Schaden.